Guten Morgen, hier ist der Ö3-Wecker am Donnerstag. Heute ist der 22. Oktober 2020. Im Nachrichtenstudio heute für Sie Christian Huber. Schönen guten Morgen. Mehr Geld für 420.000 Österreicherinnen und Österreicher. Die Gehälter im Handel steigen um 1,5%. Die Gewerkschaft sendet in der Krise ein wichtiges Signal gemeinsam mit den Arbeitgebern. Zusammenstehen, zusammenhalten und das Gesamtpaket sehen. Und Enttäuschung bei Salzburgs Fußballern über den verpassten Sieg gegen Lok Moskau. Dann kriegen wir ein billiges Tor, nervt mich extrem, nervt uns alle. Hätten uns 3 Punkte verdient. Das Ö3 Frühjournal. Wetter und Verkehr. Am Punkt, am Punkt. Es ist 7 Uhr. Wenn wir sagen, wir wollen aus der Krise herauskommen, dann müssen wir auch positive Signale setzen. Das sagt Arbeitgeberverhandler Rainer Treffelig von der Wirtschaftskammer zur schnellen Einigung auf 1,5% mehr Gehalt für Österreichs 420.000 Handelsangestellte. Die von der Gewerkschaft geforderte Corona-Prämie von 150 Euro bleibt aber freiwillig. Ö3-Reporter Michael Fröschel. Wie die Metaller haben auch die Sozialpartner im Handel einen Abschluss in der ersten Runde erzielt. Besonders freut sich Gewerkschafterin Anita Palkovic über die Inflationsabgeltung, die trotz Corona-Krise erreicht wurde. Alle Gehälter im Handel und die Lehrlingsentschädigungen steigen um 1,5%. Außerdem wurde mit den Arbeitgebern eine Corona-Prämie in der Höhe von 150 Euro vereinbart, jedoch nicht als fixer Teil des Kollektivvertrags, sondern als Empfehlung an jene Betriebe, die gut verdient haben. Rainer Treffelig von der Wirtschaftskammer. Und wir haben hier auch große Signale, starke Signale von großen Handelsbetrieben, die rund ein Viertel aller Handelsbeschäftigten ausmachen, dass sie auch dieser Empfehlung Folge leisten werden. Und die Prämie auszahlen. Die Gehaltserhöhung im Handel gilt ab 1. Jänner. Keine Spur von Abstand, dicht an dicht gedrängt die Skifahrerinnen und Skifahrer. Genau solche Bilder wollte man vermeiden, aber auf Social Media ist dann doch durchgedrungen, was sich vor den Gletscherbahnen in Tirol abspielt. Neue Maßnahmen sollen das ab sofort verhindern. Aber wie? Guten Morgen jetzt, Reporter Wolfgang Böhmer. Ja, guten Morgen hier aus der BH Innsbruck-Land. Guten Morgen, Josef Schreier. Was kann man jetzt noch machen? Zum Beispiel überlegen wir derzeit, den Verkehrsstrom auch zu dosieren, dass nicht alle gleichzeitig auf den Bergplätzen anreisen, damit es eben dosiert auch zum Zugang zu der Talstation kommt. Es werden Durchsagen vermehrt gemacht. Der Betreiber hat sich bereit erklärt, eigenes Personal dafür abzustellen, was wirklich die Leute sensibilisieren, Abstand zu halten, Maske zu tragen und so weiter. Und dies wird auch polizeilich kontrolliert werden. Das heißt, am Ende des Tages wirklich Uneinsichtige müssen auch mit einer Bestrafung rechnen. Wie hoch könnte da diese Strafe aussehen? Ja, es geht von Organmandat bis zu einer Verwaltungsübertretung bis zu 500 Euro. Aber nochmals der Appell, uns geht es nicht darum zu strafen, sondern es muss doch für jeden Einzelnen möglich sein, sich einfach an diese Corona-Regeln Abstand und so weiter zu halten. Aber der ganz klare Appell geht eigentlich auch an den Kunden, auch an den Skifahrer. Richtig. Wir können nicht hinter jedem Einzelnen einen Polizisten herstellen. Wir brauchen einfach das Gemeinsame. Es muss sich jeder dran halten, anders funktioniert es nicht. Ganz leicht mit der Überwachung tut sich Facebook. Da bekommt die Handy-App heute per Update eine neue Dating-Funktion. Und damit sammelt Facebook dann noch mehr Daten. Reporter Max Bauer. Bei Facebook Dating matcht man sich mit Leuten, mit denen man nicht auf Facebook befreundet ist. Warum gibt's das neue Angebot? Von Facebook heißt es dazu, schon bisher wäre Facebook zum Kennenlernen genutzt worden. Das wolle man nun verbessern. Datenexperte Georg Markus Keins vom Verein Quintessenz sagt, Facebook könne mit der neuen Funktion schlicht noch mehr persönliche Daten sammeln. Mit einer Dating-App öffne ich noch eine Tür in mein privates Leben hinein, dass ich damit natürlich Facebook bekannt gebe, wen ich treffe, mit wem ich Kontakt habe, was meine persönlichen Vorlieben sind. Angaben zur Sexualität würden nicht vermarktet werden, sagt eine Facebook-Sprecherin, räumt aber ein, andere Daten aus Facebook-Dating würden dazu genutzt, um Facebook selbst und die angezeigte Werbung zu personalisieren. Enttäuschend ist am Abend jedenfalls das Treffen in der Fußball-Champions League zwischen Salzburg und Lok Moskau gelaufen. Nicht nur die Salzburger Fußballer, auch die Fans haben sich mehr erwartet als das 2:2. Im Vergleich zum letzten Jahr einfach nicht das Niveau, was wir gewohnt waren. Und es ist natürlich jetzt schwierig. Also ich hätte mir mehr erwartet, ganz ehrlich gesagt. Also ich hätte eher 3:0 zutraut. Aber die Stimmung war trotzdem gut, für das, dass nur 3.000 Leute da sind. Guten Morgen jetzt zu Reporter Adi Niederkorn. Ja, einen schönen guten Morgen aus Salzburg. Adi, warum hat es am Ende nicht gereicht?
Ja, sicher war diesmal auch Jesse Marsch mit beteiligt. Der Erfolgstrainer bricht in der besten Phase mit einem unerklärlichen Wechsel den Spielfluss seiner Mannschaft. Er selbst sucht die Gründe natürlich woanders. Ja, es ist ein bisschen schade für uns. Wir waren besser und hat einen Sieg verdient, aber hat nicht unsere beste Leistung. Sicher hat im Vergleich zum Vorjahr nach den Abgängern von Haaland, Minamino und Wank die Qualität in der Offensive gelitten. Und in der Defensive, da passieren nach wie vor schwere Fehler. Ich glaube, dass der zweite Gegentor war zu einfach. Und wir hatten viele Chancen. Mit einer Leistung wie gestern kann es gegen die großen zwei in dieser Gruppe sogar bitter werden. Vor allem gegen die Bayern. Die haben gestern mit Alaba Atletico Madrid 4:0 deklassiert. Und das Wetter bringt heute Nebel und Sonne. Carmen Schüssling. Ein ruhiger Herbsttag wird das für die meisten von uns mit ein paar Sonnenstunden.